Rumkugeln zart bitter. Einmal crunchy mit Zucker und einmal klassisch mit Haselnüssen. Für unsere dunklen Rumkugeln haben wir die Kuvertüre geschmolzen. Hier haben wir eine Zart-Bitter-Kuvertüre. In die heiße Kuvertüre kommt jetzt die Butter. Die muss ich lösen. Nun fügen wir den Zucker hinzu. Dann noch gleich die Haselnüsse. Den Esslöffel Kakao. Und Rum nach Geschmack. Die dunklen Rumkugeln dürfen schon ein bisschen einen Rum haben. Das stelle ich jetzt 2 Stunden kühl, bis die Rumkugeln dann formbar sind. Zum Formen nehme ich mir einfach einen mittelgroßen Löffel, forme mir Kugeln in der Hand. Und weil wir nicht nur eine Art Rumkugeln haben möchten und weil es einfach wunderschön ausschaut, wälzen wir sie einmal in gemahlenen Haselnüssen. Und einmal ein bisschen crunchiger, mit ein bisschen mehr Biss in Kristallzucker. Schauen nicht nur wunderschön aus, sondern schmecken auch himmlisch.